Dann herzlich willkommen bei unserer Online-Baustellenbegehung an der Baustelle Rodelberg. Wir sind hier am Fuße des Rodelberges, das heißt noch eigentlich gar nicht auf der wirklichen Baustelle, sondern quasi am Eingang zur Baustelle. Die Baustelle befindet sich hinter uns auf dem sogenannten Rodelberg. Der Rodelberg ist ein großer Schuttberg, der mit dem Abraum aus dem Tunnelbau, aus dem Mainzer Tunnelbau verfüllt wurde. Dort wurde dann irgendwann in den 50er, 60er Jahren ein großes Bürogebäude drauf gebaut. Das ist inzwischen abgebrochen und wir bauen jetzt da oben eine recht große Wohnbebauung, rund 205 Wohnungen. 25% davon sind gefördert. Das Ganze ist verkauft an einen großen Immobilienfonds und wird dann ab Mitte 2022 in die Vermietung gehen. Das Ganze ist auf einer sehr großen Tiefgarage. Wir haben dort um die 150 Stellplätze als Sockel. Und von dort aus gehen dann nach oben die 10 Gebäude. Vom Konzept her, wir haben eine Sondergründung. Das Ganze ist auf Rüttelstopfpfählen gegründet. Wen das interessiert, haben wir auf YouTube ein kleines Filmchen verlinkt, wo der Herr Pohlschmidt, kurz mal erklärt, wie das Ganze funktioniert. Wir gehen jetzt zum Ablauf her. Wir gehen einmal hier kurz unsere Fertigung durch und dann gehen wir hoch zur Baustelle. Die Baustelle an sich hat einiges an Besonderheiten. Es ist nicht nur eine sehr große Baustelle, sie ist auch logistisch besonders interessant, weil sie nur über ein kleines Nadelöhr zu erschließen ist. Das heißt, wir haben ja einiges an Herausforderungen für die eigentliche Logistik. Ja. Oben sind dann 10 Gebäude, das heißt, oben werden dann auch einiges an Leuten wohnen. Und das gucken wir uns gleich mal an. Wir haben hier für die Bebauung, es ist also eine Bebauung unserer Schwesterfirma Molitor, die zusammen mit der E-Mark hier gemeinsam auftreten. Wir haben hierfür einen größeren städtebaulichen Wettbewerb durchgeführt und der Wettbewerbsentwurf, der sich durchgesetzt hat, ist von einem Hamburger Planungsbüro, das ist das Büro Schaltraum. Und das zeichnet sich dadurch aus, dass dort sehr viele runde Bauteile verbaut werden. Und diese runden Bauteile sind natürlich für die Beton- und Stahlbetonarbeiten eine kleine Herausforderung. Das gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Ansonsten handelt es sich bei dem Bauwerk um ganz klassisches Bauwerk. Das heißt, wir haben eine Stahlbeton-Tiefgarage, allerdings auf Sondergründung und dann nach oben hin auf der Tiefgarage. Die wird komplett flächig begrünt. Obendrauf dann ganz normale Häuser, so wie wir sie ganz häufig bauen. Stahlbeton-Kern, Treppenhauskern, dann relativ viel Kalksandsteinmauerwerk, Stahlbeton-Decken und obendrauf ein Flachdach. Und wir fangen jetzt hier mal an, uns gleich die größte Besonderheit anzugucken, das sind die Stahlbetonbalkone, die wir hier vor Ort als Fertigteile vorproduzieren. Als Fertigteile deshalb, weil die Geometrie relativ kompliziert ist, das heißt, alles ist rund, soll hinterher rund aussehen. Das ist nicht so mega hip in Fertigteilwerken und dazu kommt, dass diese Balkone auch relativ groß sind, das heißt, zum Transportieren auch nicht so wirklich super schön. Und wir haben uns entschlossen, hier einen Reißboden auf der Baustelle aufzubauen und von dort aus dann alles vom Schalboden aus einzuschalen und örtlich zu produzieren. Das heißt, wir haben die ganz normale Stahlbeton-Fertigteilfertigung hier auf die Baustelle verlagert und arbeiten dann hier mit einer Rundschalung. Das gucken wir uns gleich mal an. Zum Vorgehen, wir sind alle großer Fan der 3Gs, geimpft, genesen oder getestet. Wir haben als Firma bei uns Mitarbeiter alle geimpft, zumindest mal alle, die wollten. Das heißt, wir sind inzwischen schon wieder relativ frei. Unsere 2-Wochen-Fristen sind rum. Deshalb können wir uns jetzt hier auch an der frischen Luft so frei bewegen. Gut, dann denke ich mal, gehen wir direkt mal in die Fertigteile. Oder schreiben wir uns vielleicht da kurz genau. Die ja, Studenten kennen euch da alle, oder? Ja, stellen Sie uns vor. Ja. Gut, also, der Herr Pohlschmidt ist Geschäftsführer der Firma Gemünden. Und hier für diese Baustelle auch verantwortlich und hat im Prinzip alles hier konzipiert. Alles, was Richtung Logistik, Arbeitsvorbereitung geht, hat er gemacht. Herr Lühr, Herr Professor Freiburg, denke ich, sind allen Studenten am Begriff. Wenn nicht, dann spätestens jetzt. Vielen, vielen Dank, dass wir wieder zu Besuch sein dürfen bei Ihnen auf der Baustelle. Hoffentlich bald wieder auch mal mit einer Gruppe von Studenten. Aber solange das alles so ein bisschen schwierig ist, immer gerne so per Instagram. Haben wir ja schon mal einmal gemacht. Ja. Und also freut uns sehr, dass wir heute mal den Rodelberg besichtigen können. Ja. Also unsere Werkstudenten sind inzwischen auch alle mitgeimpft, von daher
müssen die einfach nur hier arbeiten, ja, dann geht das. Das kommt. Ja. Gut. Wir fangen jetzt an, auch die Studenten. Mal direkt mal hier. Ja, schauen wir uns mal an, was wir hier gemacht haben. Wir haben also eine klassische Feldfertigteilfabrik gebaut. Ja? Wir haben einen Schalboden errichtet. Das ist ein Gelände von den Stadtwerken, die hier ihr Wasserwerk entsprechend das fürs Wasserwerk nutzen. Das haben wir uns angemietet, haben so Streifenfundamente reingelegt, haben auf die Streifenfundamente Dockerträger quer gemacht und haben dann hier einen Schalboden erstellt. Auf dem Schalboden haben wir die verschiedenen Arten der Fertigteile produziert. Man sieht zum Beispiel hier anhand dieser Magnoplanstreifen, das ist eine Brüstungsform. In Summe haben wir 221 Fertigteile, die alle rund oder rund mit einem Stück gerade oder wie eine Clodoide sind. Und diese Fertigteile können wir oben nicht schalen, kann man gleich noch sehen, warum das, oder wäre sehr schwer, oben die zu schalen. Deswegen produzieren wir die hier unten. Die haben natürlich auch aufgrund der Länge und aufgrund der Radienabmessungen, die teilweise über die 2,99 Meter kommen. Somit wären sie auch über die Straße schwer zu transportieren, nur wenn man sie teilen würde. An der Stelle bietet sich das an, örtlich zu machen. Wir haben dafür da oben einen relativ... Ein ganz kurzer Punkt zum Thema Teilen. Teilen wollen wir explizit nicht, weil diese Fertigteile hinterher sich dann zu einem runden Gesamtgebilde optisch vereinigen sollen. Ja, das heißt, Teilen gibt immer eine Fuge, in der Fuge bleibt Bewegung und das wollen wir an der Stelle architektonisch nicht. Deshalb diese großen, relativ großen, nicht mehr gut transportablen Fertigteilansätze. Warum ist der Platz so geeignet? Wir haben da oben einen Baukran stehen, WT420 mit 80 Meter Ausladung. Der hebt vorne an der Spitze noch knapp 4 Tonnen und damit greifen wir hier auf den Platz hin. Deswegen war der Platz auch für uns funktionabel und auch in Ordnung. Und wir betonieren sowohl mit dem Kran, wie auch fahren wir mit dem Kran die Schalung auf und zu, wie auch die Fertigteile wegheben. Normal arbeitet der Kran oben im Ablauf der Baustelle mit und bedient das hier dann noch als Sonderelement. Ja? Wir gehen mal einmal um die Ecke und schauen uns das an, was wir gemacht haben. Ja, wir gehen mal auf die Seite hier und dann sehen wir erstmal den Ansatz. Ja? Fertigteile in verschiedenen Längen, in verschiedenen Variationen, insgesamt 221 Stück, 40 haben wir noch zu machen. In der Fertigteilproduktion fängt man immer mit denen der größten Serie und der längsten Bauteile an. Wir haben jetzt hier kleine Serien und kurze Bauteile, das ist also das Indiz dafür, dass wir relativ am Ende sind, ja, mit der Produktion. Das heißt, 180 sind gemacht. Unten wird als erstes das Fertigteil in der Geometrie aufgerissen. Aus einem Fixpunkt heraus, der Aufriss erfolgt ganz klassisch mit Bleistift auf den Knien, mit Wasserwaage und mit einer Schablone oder mit Winkelmesser, um die Radien entsprechend darzustellen. Dann wird unten ein Magnoplanbrett als Anschlag drauf genagelt, drauf befestigt und dann wird die eine Seite der Schalung gestellt, und zwar die Seite der Schalung, wo nachher die Klappeisen drankommen. An die Klappeisen bindet sich nachher die Balkonplatte. Was machen wir? Wir schalen quasi einen Tisch oben nachher, der auf tiefem Niveau des Fertigteils ist. Das Fertigteil geht unter dem Balkon noch drunter, deswegen wird es so schwer, das oben örtlich zu schalen. Wir schalen einen Schalboden oben, da setzt man nachher das Fertigteil drauf ab, biegen dann im Endzustand die Eisen raus und betonieren die Balkonplatte dagegen. Und dementsprechend hier auch die Herstellung. Als erstes wird immer die Seite gestellt, wo die Klappeisen draufkommen. Das hängt davon ab, ob es ein Innenradius oder ein Außenradius ist. Wir haben also alle Besonderheiten. Dann wird die genaue Geometrie des Fertigteils über die Dreikantleisten abgebildet, entsprechend auch im Bereich der Abstellung. Und im nächsten Step wird das bewährt, sehen wir gleich da. Wenn es bewährt ist, wird die Schalung zugefahren, abgespannt und nachher dann betoniert. Das fertige Produkt steht dann hier von den Fertigteilen. Wir haben oben immer entsprechende Anschlagmittel. Bei den Radien ist das gar nicht so einfach gewesen. Ich erinnere mich noch, Statik, erstes Semester, Schwerpunktberechnung. Und die Schwerpunktberechnung hier war wirklich schwierig, weil wir doch eine sehr wilde Form teilweise haben. Und die Anker müssen natürlich immer so sitzen, dass das Fertigteil genau im Schwerpunkt angeschlagen ist, dass es in beiden Richtungen gerade ist. Hat der Roth sein altes Formelbuch wieder rausgeholt und hat dann nochmal geschaut, wie das funktioniert. Ja? Also vielleicht nochmal. Weil beim Zuhören ist das ja nicht immer so ganz einfach. Vielleicht zeigen Sie mal hier, wir betonieren zuerst das Fertigteil. Ja? Dann haben wir hier unten in den Kästen, hier, da, die Kästen sind hohl, da sind die Klappeisen drin. Das Fertigteil wird mit den Schlaufen hier, ja, mit diesen Schlaufen hier angehängt, hoch,
dorthin, wo später der Balkon ist. Dort wird es auf ein Traggerüst abgesetzt und dann werden hier diese Klappeisen rausgebogen und dann die Betonplatte, die Balkonplatte erst betoniert. Und damit hängt dann die Balkonbrüstung wunderbar am Balkon dran. Die Ergänzung dazu sehen wir nachher oben, weil wir da in einem anderen Rhythmus sind. Wir können jetzt hier mal in zwei Schalungen reinschauen, die kurz vorm Betonieren stehen. Da ist jetzt die Bewehrung fertig, die Klappeisen fertig, die Anschlagmittel sind oben drauf und entsprechend fehlt jetzt nur noch der Beton. Das sollte man noch erwähnen, wenn es Fragen gibt, dann können wir gerne stellen. Ja, wir können auch Fragen beantworten. Dann bitte gerne in den Chat reinschreiben, dass wir darauf auch eingehen. Wir sehen jetzt hier das Fertigteil vor der Betonage. Der Bewehrungskorb ist fertig. Diese Konsolen, die da sind, an den Konsolen sind die Anschlagpunkte befestigt. Man sieht ordentlich mit Abstandhaltern ist die Bewehrung zentriert. Und der nächste Schritt ist jetzt, das zu betonieren und nach der Betonage dann entsprechend auszuschalen. Und nach dem Ausschalen wird es nach oben zum Einbauort transportiert. Hier sind jetzt 4 Fertigteile vorbereitet. Wann kommt der Beton? Um 4 Uhr kommt der Beton und dann wird entsprechend betoniert und dann wird die Schalung morgen geöffnet und für die nächsten Fertigteile dann wieder vorbereitet. So haben wir am Tag bis zu 10 Fertigteile hier produziert. Wir haben mit den größten Serien angefangen und haben das dann runtergebrochen. Und je mehr man zum Ende kommt, desto kleinteiliger wird es. Das heißt, die Schalung ist öfters umzubauen, die Schalung ist öfters zu variieren. Und dementsprechend ist es dann ein Stückchen mühevoller und man hat weniger Durchsatz am Tag. Aber im Ergebnis hat man nachher alles dann durch. Hier liegt schon die Rüttelflatsche bereit. Das heißt, wenn der Beton kommt, wird eingebracht, wird lagenweise eingebracht, wird gerüttelt, verdichtet, entlüftet, um dann eine ordentliche Qualität von so einem Teil zu bekommen. Die Teile sind kein Sichtbeton, die werden nachher entsprechend noch mit dem Putz bearbeitet, aber trotzdem ungenau wird es von alleine. Je schöner es von vornherein ist, desto besser ist es, gell? Gut. Das vielleicht noch zum Personal. Im Kern haben wir das abgewickelt mit 2 Mann, die das ganze Thema Aufriss, Schalung, Betonage, Verdichten gemacht hat. Und dazu sind dann immer partiell noch Eisenbieger gekommen, die dann, wann sind die Eisenbieger morgens? Meist so zwischen 10 und 12 oder zwischen 9 und 12. Ja, ab 7, je nachdem wie es war, die dann hingekommen sind und entsprechend die Bewehrung erstellt haben. So, wir gehen jetzt einmal außenrum den Fußweg hoch. Ah ja, wunderbar. Ja. Der Rodelberg, ich bin ja kein Mainzer ursprünglich. Welche Entstehungsgeschichte hat das? Ein natürlicher Hügel? Nein, das ist der Abraum wirklich aus dem Mainzer Tunnel, der Eisenbahntunnel. Der Mainzer Eisenbahntunnel, okay. Als der gebaut wurde. Ja. Wir haben hier historisch die Besonderheit, im Gegensatz zu vielen anderen Städten, das geht man es wieder? Ja. Dass die Eisenbahn in Mainz nicht komplett am Rhein entlang fährt, sondern die kurz vor der Favorite im Volkspark verschwenkt die Eisenbahn und geht zum Hauptbahnhof. Ja, genau. Und das ist der Mainzer Tunnel, der da unten entlang läuft beim Hauptbahnhof rauskommt. Und das ist der Abraum daraus. Und aus dem ersten Objekt Abraum ist hier hingefahren worden. Und deswegen, daher kommt auch der Name Rodelberg. Im Anfang hat man für den Berg keine Verwendung gehabt, außer bei entsprechender Schneelage zu rodeln. Ja. Und so ist der genutzt worden. Ja, 30 Jahre weiter, dann werden wir überlegen, was ist eigentlich Rodel. Das werden wir, ja, das sehen Sie, so geht jede Epoche mal vorbei. Ja. Ja, ein besonderer Witz war halt, dass dieser Berg halt, weil das nur locker verfüllt war, galt er lange Jahre als unbebaubar. Und irgendwann hat der alte Gräbner, der damals größte Tragwerksplaner in Mainz, beschlossen, er bebaut diesen Hügel jetzt und hat dort ein großes Bürogebäude draufgebaut. Mit sehr, sehr vielen Arbeitsfugen natürlich und sehr vielen Dehnfugen, weil natürlich die unterschiedlichen Setzungen durchaus ein Thema waren hier auf dem Berg. Gut, das hat er wahrscheinlich als Verdichtungsmaßnahme tituliert. Ja, genau. Ich meine, dass der Berg in Bewegung ist, sieht man ja hier auch an der Treppenanlage. Ne? Ja, ist alles, alles am Gehen. Deshalb brauchen wir auch hier überall komplett eine Sondergründung oben auf dem Berg. Deshalb überall die Rüttelstopfverdichtung. Wie tief ging die? Rüttelstopf? 7 Meter. Wir durften nicht tiefer wegen der Archäologie. Auch der Tundrehkran. Dementsprechend eng ist das Feld. Ja.
heißt aber, bei 7 Meter hat man noch nicht den kompletten Hügel. Nein, nein. Nein. Durchtrieben. Das heißt, sie haben im Prinzip ja wie so ein Polster. Gründungskörper stabilisiert unter dem Gebäude. Ne? Genau. Man könnte auch eine schwimmende Gründung sagen, ja? Ja, genau. Also in der Richtung schwimmende Gründung. Ja. Die schwimmen quasi auf dem Boden. So, jede Baustelle hat seine Besonderheiten. Eine Besonderheit hier fing direkt am Anfang an. Auf dem einen abzureißenden Altbau waren jede Menge Richtfunkmasten drauf. Und diese Richtfunkmasten durften natürlich bauzeitlich nicht verschwinden. Somit haben wir hier ein Stück Kranturm. Ey! Somit haben wir hier ein Stück Kranturm hingestellt und auf den Krantürmen die Richtfunkmasten entsprechend umgebaut, die nachher wieder zurück aufs Gebäude gebaut werden, wenn wir fertig sind. Ja? Ja, ja, von hier kann man einen schönen Überblick erstmal unter die Tasche. So, von hier aus haben wir so einen ersten Überblick über die Baustelle. Wir befinden uns aktuell mitten in dem, was später Tiefgarage sein wird. Können aber hinten raus schon ziemlich gut sehen, wo unsere Fertigteile gelandet sind. Also das heißt, diese ganzen runden Brüstungen hier, die an den Balkonen hängen, das sind unsere Fertigteile von gerade eben. Ja. Hier links hinter der Stützenschalung, das gibt dann später die Einfahrt zur Tiefgarage. Den Teil. Sag dem Lokmitsch mal, er soll mal ausmachen. Balkon in einem Stück, ja. Ne? Die komplette Brüstung. Genau, das sieht man jetzt wirklich gut. Das ist so einer der zentralen architektonischen Gedanken von Schaltraum gewesen, dass sie hier diese Rundungen da mitnehmen und die auch immer ein bisschen unterschiedlich ausformen. Das heißt, jedes Haus ist ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, die Wiederholungsfaktoren der Fertigteile sind einigermaßen erträglich, aber nur mäßig gut, um es mal vorsichtig auszudrücken. Was ist für so eine Großbaustelle wichtig? Das Wichtige für so eine Großbaustelle ist, dass man einen Takt erwischt. Ja? Und dass man im Rohbau eine Stelle so weit vorantreibt, dass der Ausbau so früh wie möglich beginnen kann. Ja? Das Entscheidende ist an der Stelle nicht, wann ist das letzte Stück Rohbau fertig, sondern wann ist das erste Stück Rohbau so fertig, dass man sinnvoll mit dem Ausbau beginnen kann. Der Ausbau und die TGA, das sind die Themen, die nachher in der Regel auf dem kritischen Weg liegen. Deswegen schaut man, dass man eine Baustelle taktet, einen Rhythmus reinkriegt, einen Ablauf reinkriegt und in dieser Ablauf, so entwickelt sich dann die Baustelle von vorne nach hinten. Hier in dem Falle haben wir angefangen mit der Tiefgarage in dem Teil und den Punkthäusern da drauf. Ja? Man sieht jetzt schön den Ablauf. Hier sind wir oben bei dem Punkthaus. Im letzten Geschoss machen die Attika oben drauf. Im nächsten Punkthaus sind wir ein halbes Geschoss tiefer. Hier sind wir ein Geschoss tiefer. Und so staffelt sich das nach hinten. Die letzte Bodenplatte hier fehlt noch. Die letzte Bodenplatte können wir erst dann machen, wenn wir dort die Erde raus haben und wenn wir oben den alternativen Abladeplatz haben. Das ist auch soweit. Aber dieser Ablauf zieht sich im Grunde genommen komplett durch die Baustelle durch. Ein Haus oder zwei Häuser laufen voran. Und dann immer ein Geschoss versetzt, bilden sich diese 10 Häuser ab. Und die Fertigteile da bei dem hintersten Gebäude, haben sie aber übergeben mit dem Kran, oder? Die haben wir übergeben, ja, klassische. Also einmal abgestellt und wieder mit dem anderen hochgenommen. Dann. Klassischer Wechselhub. Ja. Ja. Also wir haben, hier steht der Kran 420er, der genau. Reicht mit seiner Ausladung schon relativ weit, aber der streicht nicht das gesamte Gebäude ab. Wir haben als Zwischenlager für die Fertigteile oben auf der Tiefgaragendecke eins angelegt und auf dem Zwischenlager, von dem Zwischenlager aus können dann die anderen Kräne entsprechend sich die Fertigteile nehmen. Hier in den Häusern kann er sie direkt setzen, ja. In den anderen Häusern muss er dann entsprechend dazwischen greifen. Das ist auch für die Logistik ein ganz kritischer Weg, dass halt diese Zwischenlagerflächen, Oberkante, Tiefgarage, dass das dann rechtzeitig bereitsteht, dass ich damit auch arbeiten kann. Ja. Das ist das, was der Herr Putschmann vorhin sagte zum Thema Takte. Man muss sich genau überlegen, was man fertig braucht, um weiterarbeiten zu können. Und bei den Ausbaugewerken ist es halt so, da die aufgrund ihrer Personalstärke halt nicht an allen Stellen gleichzeitig arbeiten,
ein Haus nach dem anderen fertig machen, sodass die halt wirklich auch hinterher von Haus zu Haus springen können. Hier im Bereich der Tiefgarage, jetzt mal einen Blick reingeworfen, da ist jetzt die Gründung in Teilbereichen fertig. Einzelfundamente, Streifenfundamente, wo Stützen draufstehen, außen die Wände. Das dunkel angelegte ist der sogenannte Chloridschutz. Wir bauen hier oben keine weiße Wanne in der Tiefgarage, sondern eine gepflasterte Tiefgarage, die sehr, sehr viele Vorteile hat. Gegenüber einer entsprechend beschichteten und weißen Wanne. Aber es geht halt nur da, wo es hydrologische Verhältnisse das zulassen. Aber wir müssen einen Chloridschutz bringen. Der Chloridschutz ist die Abdichtung, der von der Fundamentoberkante 50 cm über fertig Belag gemacht wird. Wir haben jetzt hier, man sieht schön den verschiedenen Bodenaufbau. Die Streifenfundamente stehen auf dieser Rüttelstopfverdichtung. Mhm. Ja, flächig wird dann beigefüllt, ein Erdplanum hergestellt. Das Erdplanum wird verdichtet und auf das Erdplanum kommt dann ein Schotterplanum, was nachher die Unterkante vom Splittbett abbildet, wo sich nachher Splitt und Pflaster drauflegen. Diese Flächen sind jetzt schon so genau hergestellt, dass man nachher den Splitt nur noch abziehen muss. Und die Flächen sind auch so tragfähig, dass man nachher die 40er Decke draufgeschalt bekommt. Ja? Das ist halt immer das Problem, wenn man keine Bodenplatte hat, man schalt eine Decke. Und dementsprechend besteht immer die Gefahr, dass die Spriesen abgehen und die Decke nachher wie eine Ziehharmonika da drin hängt. Deswegen eine ordentliche Verdichtung. Wir können das an anderer Stelle sehen. Dann werden nachher Bohlen ausgelegt. Auf die Bohlen werden dann die Joche gestellt und darauf dann die Deckenschalung und dann entsprechend die Decke betoniert. Hier vorlaufend müssen die umliegenden Keller hergestellt werden. Das sind die Keller von der aufgehenden Bebauung. Und an diese Kellerdecke schließt sich nachher entsprechend die Tiefgaragendecke an. In diversen Höhen, verschiedenen Versprüngen, verschiedenen Absätzen mit allem, was der Betonbau will. Hier erkennt man aus dem ersten Abschnitt im Haus 10, die Klappeisen in der Stirn. Da schließt sich nachher die Tiefgaragendecke an. Das ist natürlich im Takten und im Betonbau das zentrale Element. Wie kann man ablösen? Wie kann man statisch sinnvoll ablösen? Wie kann man baubetrieblich so sinnvoll ablösen, dass man über einen mehreren Zeitraum raus eine Arbeitsfuge findet, einen Takt findet, der funktioniert. Ja? Arbeitsfugen kann man entweder mit rausstehender Bewährung ausbilden, mit Schraubanschlüssen ausbilden oder mit Klappeisen, je nach statischer Erfordernis und nach eine Ausführungsmöglichkeit. Wir sehen halt vorne Klappeisen und auch eine rausstehende Bewährung. Können wir uns das vielleicht nochmal aus der Nähe angucken? Ja, wir sollen uns jetzt mal einen Traktorrüst angucken. Hier sehen wir das Potpourri, was heute ein Bagger haben muss, damit er wirtschaftlich arbeiten kann. Das sind alles sogenannte Schnellwechslerkupplungen. Das heißt, der geht hydraulisch auf, geht hydraulisch zu und kriegt seine Versorgung für die Geräte über die Schnellwechselkupplung hinten. Man muss nicht mehr wie früher ausbolzen, muss einhängen und muss irgendwelche Schläuche umbauen, sondern man geht hydraulisch in den Schnellwechsler rein und findet entsprechend die Kupplung, wo dann der Öldruck für die Anbaugeräte hergestellt wird. Breiten Löffel für den groben Aushub, feinen Löffel für den Graben, mittelgroßen Löffel, Schwenklöffel. Ja, so hat ein Bagger dann 5, 6, 7 Löffel, je nach Bedarf und entsprechend Verdichter und andere Anbaugeräte, dass man wirtschaftlich arbeiten kann. Hier sehen wir auch noch eine Besonderheit. Wir haben, nachdem die Rüttelstopfverdichtung hergestellt wurde und bevor die Fundamente hergestellt sind, ein Geothermiefeld hier reingebohrt. Das Geothermiefeld war sehr aufwendig, weil es auch baubetrieblich sehr wehtut, weil man wieder in einem ganz anderen Rhythmus Bohrungen einbringt, Gräben zieht, Schächte baut. Und das sind jetzt zum Beispiel zwei Anschlussleitungen nachher für das Nahwärmenetz. Also das, was nachher, kalte Nahwärme, das, was nachher ins Gebäude reingeht. Man sieht hier, kann hier schon erkennen, wo die Bodenplatte sein wird. Da sitzt nämlich die Dichtflansche drauf. Ja, und das geht nachher in den Versorgungsraum von dem Keller. Und hier wird entsprechend nachher dann der Vor- und der Rücklauf angegliedert. Wie tief gehen die denn runter? 99 Meter. 99 Meter, okay. Ja, also wir haben hier nicht nach Bergbaurecht gebohrt, ja, sondern da ist ja ab 100 Meter befinden wir uns im Bergrecht, also ja. Genau bis ans Bergrecht dran. Okay. Ja. Sehr aufwendig war natürlich auch die komplette Kampfmittelsondierung. Jeder Bohrpfahl, jede Rüttelstoffsäule, jede Geothermiebohrung musste kampfmittelsondiert werden. Sind auch jede Menge Stellen gefunden. Hier war eine Flakstellung früher mal. Bietet sich auch an. Alles, ja, ja. Was nach Mainz reinflog, hat man hier versucht abzufangen, mit wenig Erfolg, aber man hat es versucht. Ja. Und dementsprechend war hier auch jede Menge Munitionsreste, die wir beim Bohren gefunden haben. Ja. Wir gehen mal auf die Decke. So rum, alles klar.
Verstellt euch nach, mal gibt es Fragen von dem Zuhörer. Jetzt gibt es noch eine Frage. Eine Frage. Hört überhaupt einer zu? Genau, erläutern Sie bitte mal die kalte Nahwärme. Ja, die kalte Nahwärme haben wir ja schon mal kennengelernt bei der Hildegard-Baustelle. Ne? So, hier ein Blick. Wir arbeiten da, wo es geht, mit Fertigteiltreppen. Das sind jetzt Treppen, die auf den Berg kommen, die über eine klassische Konsollagerung funktionieren. Wichtig hierbei ist, dass man den Planungsprozess eines Fertigteils so anschiebt, dass man zu dem Augenblick, wo man das Fertigteil braucht, dass man es dann auch hat, dass die just in time kommen, dass eine Baustelle nicht warten muss. Wenn einem das gelingt, dass man die in seinen Takt reinkriegt, dann optimieren die den Bauablauf schon sehr, weil man einen enormen Schalaufwand ins Werk verlagert und von der Baustelle wegnimmt und damit Personalkapazitäten auf der Baustelle verringert. Und so sehen dann die Fertigteile aus, wenn sie zum Umlagern irgendwo rumliegen. Jawohl, hier ist so ein kleines Zwischenlager an Fertigteilen. Was hier ein großes Thema war, das ist die Gründung der Kräne. Mit das dürfte auch nicht einfach sein, ne, auf dem Grund. Nein, mit den Kränen stehen wir überall im Böschungsrand. Das heißt, der Böschungsrand musste entsprechend ertüchtigt werden in der gesamten Palette, was der Spezialtiefbau bietet, damit die Kräne dort ihre Ecklasten, 900 kN, 1200 kN, 1400 kN Ecklast wegbringen. Teilweise Rüttelstoppverdichtung, teilweise haben wir Bodenaustausch gemacht, teilweise haben wir Brunnengründungen hergestellt. Je nach Standort, je nach Nähe zur Böschung, je nach Tragfähigkeit zur Böschung, für jeden der vier Kräne eine Sonder- oder eine Speziallösung. Ja? Aber alles, was an Material hier aufgehoben worden ist, auch im Zusammenhang mit Gründung oder sowas, das war jetzt nicht belastetes Bodenmaterial, oder war das auch? Doch, wir hatten hohe Belastungen, okay. Größer Z2. Das vermutet man aus dem Tunnelausbau. Ja? In den Tunnel ist damals eine Lore reingefahren und hat das Material gefördert. Ja. Die Lore hat zum einen einen gewissen Öl aus der Schmierung abgegeben und hat Ruß von der Tunneldecke abgegeben. Ja. Und genau diese Rußpartikel und diese Ölpartikel haben dazu geführt, dass wir Material größer Z2 hatten. Ja? Aber das erwartet man nicht sofort, ne? Nee, bitte, bitte. So, hier sehen wir jetzt ein Zwischenlager von den Fertigteilplatten. Das ist jetzt welche ein bisschen größerer Natur. Rundungen, die auch dann schon vor ein paar Tagen produziert wurden und hier jetzt auf ihren Einbau warten. Und wenn man jetzt da an die Wand schaut, dann sieht man eigentlich das Konstruktionsprinzip. Es wird als erstes ein Schalboden erstellt. Der Schalboden ist nicht unterkante Balkonplatte, sondern der Schalboden ist unterkante Brüstung. Die Balkone, wenn man hier reinschaut, haben halt diese unangenehme Eigenart, dass sie über den Balkon drüber gehen, unten schließt nachher eine abgehängte Decke drin und die Untersicht des Balkons verdecken. Ja? Ja. Damit werden sie zum Örtlichschalen unheimlich schwer. Ja. Ja? Weil man erst unten ein Stück vorschalen müsste, dann müsste man die Decke rund abstellen, dann müsste man den Balkon oben drauf schalen. Hätte man zwei Arbeitsfugen da drin, bei den zwei Arbeitsfugen geht jedes Mal die Schalung ab und dementsprechend würden die Balkone nie passen. Deswegen dieses Fertigteil vorab, dann den Schalboden da hinten gebaut, eine leichte Konstruktion aus Jochträgern und Belagträgern. Auf diesem Schalboden wird das Fertigteil abgesetzt und dann wird der zweite Boden reingeschalt, und zwar der, der die Balkondecke nachher abbildet. Dann wird die Anschlussbewehrung rausgeklappt, der Balkon bewehrt zum Isokorb hin und zur Anschlussbewehrung, und dann wird die Balkonplatte betoniert. Und in diesem Takt springt man dann entsprechend nach oben. Was man hier auch wunderschön sieht, ist die Anforderung der Architektur, die sich einem normalen Konstrukteur dann schlicht und ergreifend nicht erschließen. Denn hinterher, wenn es fertig ist, soll die Unterkante von dem Balkon mit den Fenstern in einer Linie sein. Damit das passieren kann, ja, die Fenster haben ja eine gewisse Aufbauhöhe mit Raffstuhlkasten und so weiter. Das heißt, die Linie, wo das Fenster wirklich aufhört, und die Linie, wo der Balkon wirklich aufhört, die treffen sich nie. Optisch wird hinterher der Balkon mit den Fenstern eine Linie machen. In der Realität geht halt die Decke auf einer völlig anderen Höhenquote durch, als jetzt der Balkon, der mit ganzen Gefälledämmung und so weiter nochmal abgesenkt werden muss. Und das Fertigteil wiederum hängt wieder an einer ganz anderen Höhenquote. Ja? Das heißt, das, was man hinterher architektonisch als Wahrheit wahrnimmt, hat mit der Konstruktionsrealität absolut gar nichts zu tun. Ist halt aufwendig. Gut, gehen wir hoch, ne? Ja. So, wir gehen mal nach da hinten. Wir gehen mal rein, ne?
Hier, Simon. Wo ist es am saubersten, wo sieht es am besten aus? Nicht, dass wir in die größte Falle tappen mit Kameras. Das würde doch hier nicht passieren. Ja, genau. Wir können in jeden Winkel gehen, sieht überall super aus. Gell? So, was sehen wir hier? Bei Betonwänden ist man natürlich darauf bedacht, dass man die Installation, soweit es geht, in den Beton mit einbringt, damit man nachher nicht schlitzen muss, was dem Beton nicht gut tut und was den Fräsen auch nicht gut tut. Heißt also, es gibt immer eine Vorstellschalung. An die Vorstellschalung werden dann die Leerdosen mit den Leerrohren montiert und dann wird entsprechend die Schalung zugemacht. Wenn beidseitig Installation drin ist, muss von der einen Seite aus mit einem Abstandhalter die Dose zur anderen Seite befestigt werden und eingemessen werden. Und dann nach Bewährung und nach Installation wird entsprechend betoniert. Selbes Spiel hat man bei den Decken auch. Man probiert da natürlich ein Maximum an Installationen reinzulegen oder das Schlitzen nachher auf ein Minimum zu reduzieren. Auch die Dosen, die dann auch alle mit einer Kote genau angesprochen werden müssen, damit man sie einmessen kann, werden auf der Deckenschalung befestigt. Dann kommt die untere Bewährung drüber, die obere Bewährung drüber und dann wird nachher betoniert. Und so hat man ein hohes Maß an Vorinstallation. Es ist ganz wichtiger Punkt noch für Architekten, die Dosen sollten nicht auf der Wand, auf der genau gegenüberliegenden Seite liegen, sonst hat man ein Schallschutzproblem. Ne? Genau, ja. Also wenn der Architekt dann einfach nur Räume spiegelt, weil es schon schön einfach geht, sofort Batsch, das ist bar. So, hier sehen wir die Treppenkonstruktion. Die Treppen liegen über Konsollager auf. An der Stelle ist natürlich baubetrieblich immer ein großes Thema, wie kriegt man die Absturzsicherung im Treppenhaus so hin, dass die auch funktioniert, wenn man noch den Treppenbelag macht, dass man da nachher keine Absturzkanten, keine Probleme hat. Hier nimmt man immer die, oder wir nehmen dieses Protektor-Absicherungssystem von Hünnebeck, dübeln das auf die Wange auf, das setzt so weit ab, dass man nachher den Belag draufkriegt und im Idealfall wird dann nachher das Geländer direkt gegen das Schlossergeländer getauscht und entsprechend ausgebaut. Auch hier ist wichtig, Schallschutz ist das zentrale Thema mittlerweile im Wohnungsbau, Schallschutz und Wärmeschutz, dass man sauber gerade in den Bereich der Fugen die Bauteile voneinander trennt, entkoppelt, die auch dann die Fugen schützt, baubetrieblich schützt, dass sie nicht voll Mörtel, voll Putz, voll irgendwelche Reste fallen, damit so eine Schallschutzfuge auch dauerhaft funktioniert. Einmal ganz nach oben. Ganz nach oben. Genau. Wir sehen jetzt hier die Konstruktion mit dem doppelten Schalboden sozusagen. Einmal die Sparschalung, Stütze, Jochträger, Belagträger, die dafür dient, dass das Fertigteil abgesetzt werden kann. Und dann die Aufdoppelung aus wieder einem Belagträger mit einer entsprechenden Schalhaut, dass man oben nachher dann die Platte dazwischen hängen kann. Aufwendige Konstruktion, aber... Fertigteil, ne? Da liegt das Fertigteil auf, dann dazwischen abgeschaltet, ne? Sieht man da wunderschön die Abschalung. Hier erkennen wir jetzt die Elemente, die wir unten gesehen haben. Die Hülsen. Hier in dem Deckenbereich sitzen jetzt die Klappeisen. Man nimmt sie nicht mehr wahr, weil die Decke dagegen betoniert ist. Sieht man auch wunderschön, wie es abgesetzt ist, ne? Genau. Hier, ne? Wenn man jetzt mal einen Blick von hier aus wirft. Die Brettchen drauf, da drauf dann das Fertigteil. Ja, Fertigteil abgesetzt, dann nachträglich die Rundung eingesetzt. Die Aussicht ist toll. Und dann geht's weiter. Aber man sieht jetzt, wenn man über diese Gebäude schaut, die Schwierigkeit dieses Bauvorhabens. Das Bauvorhaben ist jetzt von der Logistik nicht einfach, auch von den Massenvorsätzen nicht einfach, weil unheimlich viel Masse bewegt wird. Aber das Bauvorhaben ist geometrisch unheimlich schwierig. Ja? Wir haben nirgendwo einen rechten Winkel, nirgendwo eine gerade Kante. Wir fahren in den Ecken mit Rundungen, wir haben so verzogene Parallelogramme. Wir schließen alles in freien Formen an. Das sieht jetzt nicht, das haben wir nicht so willkürlich gewählt, sondern das ist die tatsächliche Geometrie. Ergibt sich aus dem Berg ein Stück weit, dem man auf der Außenkante gefolgt ist und dann die Gebäude entsprechend verbunden hat. Diese Gebäude sind verbunden mit Innenrundungen bzw. mit Außenrundungen. Das haben wir hier vorhin auch bei den Fertigteilen gesehen. Teilweise sitzen die Klappeisen auf der Innenseite, wie hier bei so einem Balkon.
teilweise in den Brüstungen, die sich nach oben dann auch abbilden, die die Gebäude verbinden, sitzen die Klappeisen auf der Innenseite. Also wir haben unterschiedliche Situationen und unterschiedliche Anbindungspunkte. Ja, und die Verbindung der Gebäude untereinander hier, die wir hier sehen, wo wir die Rundung da sehen, die einspringende Rundung, die haben einen relativ einfachen Hintergrund. Das ist eine Schallschutzabschirmung gegenüber der Straße. Ja, das heißt, ich habe mit der vorderen Kette aus Häusern hier, dadurch, dass ich die an den Öhrchen, an den Balkonöhrchen verbunden habe, eine wunderbare Abschirmung gegenüber der Straße. Das heißt, hier im Quartier wird es später dann ruhig sein. Ja, das ist der Schallschutzschirm gegenüber der Straße. So, wir sehen von hier oben das Deckenschallsystem. Wir schalen hier mit einer Top-Deck-Decke die geraden Flächen. Das ist ein Großflächenschallsystem. Hier mit der 1,80 x 1,80 Meter Tafel. Partiell wird dann dazu die 90 x 1,80 genommen oder entsprechend kleinere Passplatten, 45 x 1,80. Und da, wo man in diese Geometrie gar nicht mehr reinkommt, schalt man dann mit Seekiefer bei. Man nimmt einen Belagträger, auch im System Topec, der um die Schallhaut, also um die 21 mm der Seekieferplatte abgesetzt ist, und schneidet dann diese Ecken bei und Kanten bei. Hier haben wir einen sehr hohen Beischnitt. In der jetzigen Zeit, wo Holz rar ist und teuer ist und schwer zu beschaffen ist, ist das natürlich nicht unbedingt wünschenswert, aber ist der Geometrie so geschuldet. Genau, das ist ja auch Teil der Hochbautechnik mit Schalungstechnik 2, dass wir das ja auch sagen, dass gerade das die besonderen Aufwendungen sind, die Beischalung, die ja jetzt auch noch Materialkosten produzieren, aber natürlich auch Aufwand ist. Ich kann halt nicht wie rechter Winkel quadratisch praktisch gut arbeiten, sondern das ist natürlich alles, was Sie beschrieben haben, im Rohbau zu kalkulieren. Ne? Das sind natürlich diese Sachen, wo ich halt nicht so arbeiten kann, einmal Masse machen, sondern da muss ich das schon, die Anarbeitung dort in diesem, sieht man ja auch, haben Sie ja schon beschrieben, schon sehr aufwendig. Das muss man halt dann bedenken. Oder wenn man dann in Arbeitszeitrichtwerten spricht, wenn man so ein Deckenschallsystem in gerader Fläche reindonnern kann, bewegt sich in einem viereckigen Kubus, hat wenig Unterzüge da drin liegen, dann schreibt man da 06, 065 hin. Ja? Und wenn man jetzt hier sich in so einem runden Gefuddel befindet, wo man alles beiarbeiten muss und dann gönnt da 08, 085, 09, vielleicht 10 hin, die Wahrheit wird man da nie rauskriegen, ja, die sieht man nur am Ende im Baustellenergebnis. Ja. Sollte man aber halt berücksichtigen, wenn man sowas Bauvorhaben vorhat. Ja. Auf jeden Fall. Ja, genau. Also es ist schwierig. Faktor, also man hat halt einfach, muss man wissen, in den Geometrien liegt halt ungefähr Faktor 2. Was wir hier gegenüber jetzt auch sehr schön sehen, sind die unterschiedlichen Ansätze, wenn wir jetzt Traggerüst haben an den Balkonbrüstungen und im normalen Betrieb gehen wir zur Abschutzsicherung einfach mit Konsolbühnen hoch. Ja, einfach damit die Tiefgarage schön frei bleibt und wir dann nicht noch ein Gerüst in der Gegend rumstehen haben. Konsolbühnen haben einen riesen Vorteil. Konsolbühnen erlauben ein Arbeiten unten drunter. Auf der Gebäudeaußenseite, wo hier sehr umfangreich Kanalleitungen rein müssen, Arbeitsräume verfüllt werden müssen, Abdichtungen gemacht werden muss, Blitzschutz verlegt werden muss, ist ein Standgerüst nicht zu stellen, weil man das zeitlich einfach nicht hinkriegt. In dem Augenblick, wenn man die Kellerdecke drauf hat, muss man nach oben wandern. Auf der anderen Seite braucht man mehrere Wochen, bis man außen die Verfüllung und den Kanal drin hat. Deswegen sind Konsolbühnen da ein sehr probates Mittel. Auch wenn sie natürlich dadurch, dass sie immer wieder neu aufgebaut werden, immer wieder abgebaut werden. Wir sehen hier so eine Ecksituation von der Konsolbühne, wo man aufgrund der Rundung mit dem Raster dann der Konsolbühne am Ende ist. Das arbeitet man dann über Bühnen, über Träger, über Handläufe oder über Geländerbretter nach. Da hinten nicht ganz so gut gelöst, da fehlt die Mittelstütze. Ja, aber das sind die Themen, da kommen Konsolbühnen natürlich auch schnell an die Grenze des Machbaren. Aber sie sind für den Betonbau unerlässlich. In dem Augenblick, wo man nach oben schalt, kommt man um eine Konsolbühne gar nicht drum herum, weil man die Vorstellschalung nach außen stellen muss. Und die kann man nur nach außen stellen, wenn man sie mit einer Schrägspieße auf die Konsolbühne abstellen kann. Auf einen Systemgerüst kriegt man die Schrägspieße schwer abgestellt, dann müsste man innen vorstellen, dann hat man ganz andere Schmerzen. Man will außen nicht schließen. Ja, genau. Also der Betonbau kennt eigentlich die Konsolbühne, der Mauerwerksbau kennt normal das Gerüst, das ist so die Faustformel. Ja. So. Und hier sehen wir jetzt nochmal die Topec von innen. Haben wir schon bei mehreren Exkursionen gesehen. So, hier kann man schön den Anwendungsfall sehen bei der Deckenschalung. Wir schalen da im normalen Raster und schalen im System. Hier haben wir jetzt eine Passplatte mit einem variablen Schalelement. Die Passplatte hat oben den fertigen Belag.
das variable Element ist teleskopierbar, zieht sich in das Auflager dann bei und kann entsprechend oben ausgeschaltet werden, sodass man die Lücke aus dem Raster, aus dem Innenraumraster, was nie aufs Schalraster passt, entsprechend ergänzen kann. Ja. Das sind ja alles Wohnungen. Sind die nachher Eigentumswohnungen? Nein, das sind 205 Wohnungen, die gehen alle in die Vermietung. Okay. Und 52 davon gehen gefördert, also mit ermäßigter Miete in die Vermietung. Ja. Optimal für Studenten, die noch einen Wohnberechtigungsschein haben. Ach, auch wieder, ja. Ja, ja, auch ja, wieder. Und der Rest geht regulär in die Vermietung. Weil, ich wollte schon fragen, wie sieht das aus mit Mieter-Sonderwunschmanagement? Das ist ja Flöhehüten. Sonderwunschmanagement haben wir hier gar nicht, weil das alles an den gleichen Fonds gegangen ist. Das heißt, wir haben hier relativ entspanntes Arbeiten. Ja, wir haben hier relativ entspanntes Arbeiten und können hier problemlos unseren Stiefel durchziehen. So, wo gehen wir hin? Hoch oder runter? Simon? Ja. Hoch oder runter? Nee, vorne rechts. Der ist ausgeschaltet. Der Balkon? Ja. Ah, den wollen wir uns anschauen. Eigentumswohnungen machen Sie aber... Machen wir sehr viele, ja. Machen wir sehr viele, aber die waren auch hier ursprünglich als Eigentumswohnungen konzipiert. Ja. Und dann hat es sich aber ergeben, dass die Nachfrage der institutionellen Anleger so groß war, dass wir uns entschieden haben, unsere Strategie zu ändern. Das ist ein bisschen einfacher zu handeln auch, wenn man nur einen Ansprechpartner hat, ist, oder? Also generell muss man sagen, wenn ich in den Blockverkauf gehe, ist erheblich einfacher zu handeln. Ja. Und der Personalaufwand in der Bauleitung geht rapide bergab. Weil wenn ich jetzt hier 205 Wohnungen habe mit 205 Einzelkunden und 205 Sonderwunschmanagement, das ist genauso viel wie 205 Einfamilienhäuser. Ja. Das heißt, der Bauleitungsaufwand geht da exponentiell nach oben. Ja. Dann wären wir sofort mit 3-4 Mann mehr in der Bauleitung schlüsselfertig aktiv. Ja, aber das kann ich mir vorstellen, dass die institutionellen Anleger da gerne zugreifen bei sowas. Das ist eine Top-Lage hier. Ja. Absolut. Das ist gerade auch mit in der Versorgung. Ist ja ein KfW 55-Objekt. Ah, okay. Und mit über die kalte Nahe haben wir natürlich auch extrem günstig versorgt. Also von Betriebskosten her unglaublich gut. Das heißt, gerade wenn ein Fonds wie jetzt die Industria, die hier mit Rentenkassen an dem Werk ist, eine Langfriststrategie hat, die über 30, 40 Jahre denken, natürlich optimal als Anlageobjekt. Ja. KfW 55 heißt außen kommt, was für eine Dämmung braucht dann? Ich meine, wir haben hier 20 cm. KfW 55, wir kriegen hier 22 cm Gesamtbelag drauf, 20 cm Dämmung und Putz, Armierungsmörtel. Ja, okay. Aber klassisches Wärmedämmverbundsystem. Klassisches Wärmedämmverbundsystem, ja. Klassisches Wärmedämmverbundsystem. Mit Polystyrol, oder? Ja, mit Polystyrol, mit natürlich ganz vielen Brandregeln, aber hier war halt, das sieht man hier an diesen Balkon, das ist diese durchgängige Optik, die später erreicht werden soll. Ja. Das heißt, diese Vorderkante der nicht gedämmten Balkonbrüstung, das ist im Prinzip diese Optik, die sollen dann hinterher optisch durchgehen und so ein Band durchziehen. Okay. Wir haben also abgesetzte Fassadenteile, wo wir in so einer Holzoptik arbeiten, die aber aus Brandschutzgründen de facto dann Aluminium sein wird. Ach. Holz brennt halt nun mal. So, und wir sind hier Gebäudeklasse 4, das heißt also Holzfassade ist völlig indiskutabel. Echt? Ja, kann man vergessen. Okay. Ja. Wenn wir noch Holzhäuser kaufen, dann ja, aber nicht vom Brandschutz her. Ja, das ist das Problem. Ja. Also da gibt es halt nur mal Fassade, muss nicht brennbar sein. Punkt, Ausschluss. Schauen wir uns den Balkon. Was ist das bei Polystyrol, dieser Ansatz? Da hinten drunter ist Mineralwolle unter den Teilen. Ach so. Okay. Ja. Es geht ja darum, dass sie nicht verbunden sind. Das heißt, ich habe diese Brandregelkonstruktion, diese durchgehenden. Und da dürfte ich jetzt nicht mit Holz drüber gehen. Ah, ja, das heißt, ich dürfte Holzfender machen, aber ich dürfte sie nicht verbinden. Ja, der Brandregel muss durchgehen, klar. Genau, ne? Schauen wir uns den Balkon jetzt im fertigen Zustand an. Wir sehen auch zum einen hier den Isokorb, aber den Isokorb immer nur tatsächlich, wo er statisch notwendig ist. Die Restbereiche werden mit Styrodur ergänzt, einfach um es kostenmäßig zu optimieren. Ja? Wir sehen das Fertigteil mit der Balkonschürze, die über die Unterkante der Balkonplatte hinausgeht. Die gegenbetonierte Balkonplatte, die Aussparung, wo nachher die innenliegende Entwässerung läuft. Also da kommt nachher ein Loro-Ablauf rein, der mit dem integrierten Fallrohr nach oben geht. Und hier entsprechend rechts und links die Fuge, die einfach dafür da ist, dass das Wärmedämmverbundsystem nachher dann fertig mit der Balkonbrüstung abschließt. Ja, kommt ja hier auch. Ja.
Vielleicht nochmal für die Freunde der Statik ganz langsam. Vielleicht filmen wir nochmal den ISOCOP von hier aus, dass wir es auch sehen. Ja. Der ISOCOP geht von hier bis hier. Und da ist dann keiner mehr. Das wäre die Ecke, die ja nach oben gehen würde. Ja, das heißt, da würde er mir für die Tragfähigkeit des Gesamtbalkons nichts bringen. Eher schädlich. Das heißt, da lassen wir dann konsequenterweise auch weg. Ja. Das wäre für die Tragfähigkeit nicht wirklich förderlich hier oben. Ja, das zum Thema Balkone. Das sind auf jeder Seite auch zwei, drei Isokörbe, die Sie anfangen, ne? Mal 205 Wohnungen, mal ein bis zwei Balkone pro. Ja, die werden durchgezählt, die ISO-Körbe. Ja, klar. Mal 200 Euro der Laufmeter. Ja. 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 Mhm. Ja. Das sind die Anlasspunkte, wo man halt auch optimieren muss, da wo man den Multiplikator hat. Ja, genau. So, wir sehen jetzt von hier oben, da kriegen wir ein Gefühl für die Taktung. Ja. Da haben wir die Kellerdecke drauf, da sind die Kellerwände fertig, da sind die Kellerwände in Arbeit, da ist die Bodenplatte drin, hier fehlt die Bodenplatte noch. Und da drüben schließen wir die Attika und da startet nächste Woche der Dachdecker. So läuft quasi das Bauvorhaben durch. Der erste Teil ist fertig für den Ausbau in den nächsten Tagen und beim letzten Teil müssen wir mit dem Rohbau beginnen. Ja? Und so kriegen wir einen Ablauf da rein und so nähern wir uns irgendwann dann der Fertigstellung und zwar unter dem Ziel, dass man so früh wie möglich mit dem Ausbau beginnen muss und dem Ausbau die Möglichkeit geben muss, dass er auch seine Leistung erbringen kann in der TGA und trotzdem sein Rohbaugeschäft dann entsprechend durchziehen kann. Dafür ist dann hier auch die Zufahrt auf die Decke schon hergestellt. Ja. Das ist die Logistikfläche für den Ausbau. Die Tiefgaragendecke ist entsprechend statisch so bemessen, dass man sie auch baubetrieblich überfahren kann. Und die Zufahrt gewährleistet das. Und so kriegt man nachher die Stoffströme auch ein Stück weit entkoppelt. Ja, man kann parallel den Ausbau zum Rohbau machen. Deswegen war dieses Verbindungsbauteil oder dieses Rampenbauteil da ein ganz wichtiges. Dass die auch fertig ist und entsprechend stabil. Ne? Genau. Dass ist denn man der ganze Innenausbau dann auch mit so einem richtigen Gewerkezug durchgetaktet wieder, dass das im Gebäude dann auch quasi da durchzieht? Klar, wir haben Gewerkezüge, die laufen da durch. Wir machen unser eigenes Lean Construction Management. Ja, ich wollte es nicht sagen. Ja, das ist ja vielleicht nicht hochschulgerecht, aber das Wort ist wunderschön, ja. Lean Construction ist wunderschön, aber es das heißt einfach nur, dass die Leute von A nach B nach C nach D möglichst ohne abzurücken weiterspringen. Ich nutze das machen Wort Lean immer so gern, weil ich denke, das fährt ab, aber es tut es nicht. Tut es nicht, nein. Es hilft nichts. Nein, aber es ist klar, deshalb die Taktung, so wie es Herr Burschmann gesagt hat, Haus nach Haus nach Haus, so genau, dass die Leute schlicht und ergreifend kontinuierlich weiterarbeiten können. Das Schlimmste, was auf so einer Großbaustelle passiert, ist, dass eine Kolonne anrückt und wieder abrücken muss. Ja, wenn oder die einmal A nach B springen müssen, wäre ja genauso fatal. Wenn die einmal da sind, müssen sie durchmontieren ohne Pause. Ja, ganz klar. Gut, wir sind, denke ich, kurz vor Ende. Ja. Jetzt nochmal die Frage an die Runde. Wenn jemand Fragen hat, dann wäre jetzt ein guter Punkt, sie zu stellen. Wie viel sind es denn nochmal? Wir sind ja für 32. 32, schön. Ja, 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 gibt es irgendwelche Fragen oder Daumen? Das wäre jetzt nochmal die Möglichkeit an die Teilnehmer. Letztes Mal haben wir noch Herzchen bekommen. Wir haben auch Herzchen bekommen. Das wäre jetzt nochmal die Möglichkeit, für die nächsten Klausurfragen loszuwerden. Ne? Ja, genau. Gut, das ist ja immer Teil der Vorlesung auch Verfahrenstechnik, Hochbautechnik, Lean Construction, LÜP, IP. Das ist alles immer, was wir hier machen, ist auch Teil unserer Lehre und quasi damit alles klausurrelevant. Ja. Genau. Ja. Okay. So, Tiefbautechnik ist am Freitag, Rüttelstoffverdichtung. Es gibt eine Frage. Kommt nicht. Es gibt eine. Ist die Fertigstellung geplant? Mitte 22. Also ungefähr in einem Jahr, ja? Ja. Guten Jahr. Ja. Das ist ein guter Faustwert, weil wir immer wieder überlegen, wie lange braucht eigentlich so eine Baustelle, so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Faustwert. Der Innenausbau, der fängt ja jetzt erst an. Ja. Und bei so einer Größe, also wenn ich dann einen Terminplan sehe, wo der Innenausbau dann irgendwie in 8 Monaten fertig sein soll, habe ich ein Problem. Ja? Allein schon, man muss ja mal gucken, wenn ich takten will und ich habe 10 Baukörper und ich takte 10 Baukörper innerhalb von, sagen wir mal, 4 Wochen Abstand voneinander, dann habe ich schon fast ein Jahr. Ja. Das kriegt die Stoffströme auch gar nicht abgewickelt. Genau. Also die 8 Monate bezogen auf ein Bauteil sind ja auch richtig für den Ausbau. Das ist auch eine Faustformel, die gut passt. Ja, aber natürlich halt mit dem Versatz dann der verschiedenen Baukörper. Wo ist jetzt die Zufahrt dann eigentlich für später? Alles über den. Das heißt, man fährt da von unten von der Straße hier hoch erstmal Berg. Man fährt von der Straße hier hoch direkt in den Berg rein. Hier unten ist auch so eine Art Versorgungsstation. Das heißt, hier unten ist die Paketstation.
und der ganze Kram wie Mieträder und so ein Zeugs. Hier direkt in die Tiefgarage rein. Das eigentliche Quartier hier oben drauf wird komplett begrünt. Das ist dann autofrei. Ah, ja. Ideal, ja. Ja, also deshalb auch die große Tiefgarage. Das heißt, ich kann hier problemlos mit meinem Auto hochfahren. Wir hatten ursprünglich mal eine andere Lösung noch vor Augen, die wäre noch schöner gewesen. Unten, wo wir eben standen, wollten wir von unten von der Rhein-Hesse-Straße direkt abfahren und in den Berg hier reinfahren, in die Tiefgarage, dass wir uns diese Schleife über fast 2 Kilometer durch die Berliner Siedlung sparen. Aber die ist umwelttechnisch und verkehrspolitisch verworfen worden. Ja. Wäre für das Quartier deutlich besser gewesen. Das hätte nur spannende Baustellen, die man die letzten gesagt hat, da könnte man eine Wohnung, da könnte man eine Wohnung. Ja. Ah ja, Wohnberechtigungsschein organisieren und auf geht's, ne? Aber ich bin mal gespannt, jetzt kommt noch ehemals Karstadt, wird ja dann nächstes Mal noch irgendwann. Ja, das Karstadt. Sind wir ja bestimmt auch bei einer Exkursion. Ja, zunächst mal bei der Fußstraße und da werden wir auf jeden Fall bei der Baugrube das erste Mal da sein. Oh, auf jeden Fall. Ja, die wird super spannend, die ganzen Sondergründungen werden super spannend. Wir haben beim eigentlichen Karstadt haben wir auch ein paar absolute Sonderbauwerke drin. Große Spannweiten, ganz große Öffnungen. Wann geht's da los? Das hängt davon ab, wann der B-Plan fertig ist. Oh, okay. Also kann noch einen Moment dauern. Also bei der Fußstraße ist der Bauantrag eingereicht. Da kann man sagen, sobald der Stempel da ist. Ja, okay. Der aber so schnell natürlich nicht kommen wird. Beim B-Plan dauert es noch ein bisschen. Na gut, der wird parallel erarbeitet. Der wird im Moment parallel erarbeitet. Okay. Also das ist schon im Flow. Ja, okay. Ja. Aber noch deutlich vor der Offenlage. Ja, gut. Noch also, deutlich vor der Offenlage. Sind noch Wohnungen zu haben, wenn die Party Studenten... Hier ist noch, wir sind noch nicht in der Vermietung. Okay. Hier wird alles vermietet. Und Vermietungsstart ist erst nächstes Jahr. Interessant, die dann natürlich. Sind ja, nicht vor allem für die noch nicht fertig sind, die noch WBS kriegen. Sind, ja. Noch suchen sie. Ja, genau. Wir kriegen das Zeichen, dass die Zeit bald abläuft, Herr Gmünden. Herr Buschmann, erstmal vielen herzlichen Dank, dass wir wieder bei Ihnen sein durften. Ja, vielen Dank für den Besuch. Wenn wir das momentan nur übertragen können, beim nächsten Mal denke ich zumindest wieder keinen Auswahlstudenten, auf jeden Fall wieder, hoffentlich. Ja. Ansonsten vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist eine Variante, die man auch nutzen kann und war auf jeden Fall für uns sehr, sehr interessant. Wir haben wieder interessante Sachen gesehen, interessante Punkte besprochen. Ich hoffe, für die Studenten war es auch interessant. Wir haben Herzen bekommen. Das ist okay, prima. Dann. Also wir dürfen uns herzlich bedanken. Bedanken wir uns für den Besuch. Dann bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank an die Zuschauer. Genau. Ja. Denn wenn keiner sich einwählt, machen wir das nicht. Ne? Genau. Auch viel Erfolg für die Klausurphase. Ja, genau. Okay, danke.